Und damit begrüße ich euch bei Runde 2 des Turnieres, den King of the Ring Turnier hier auf Sofa Blogs. Heute haben wir zwei weitere Matches. Wir gehen in die Runde 2, wo sich ein wenig was ändern wird, denn wir haben jetzt Extreme Rules Matches. Das heißt, Waffen sind erlaubt. Es ist außerhalb des Ringes alles erlaubt. Aber das Match kann auch nicht durch Disqualifikation enden. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ein Match zu beenden, ist durch Aufgabe oder Pin. Das heißt, das schließt auch Unentschieden aus. Zumindest fällt mir keine Konstellation ein, wo es ein Unentschieden geben könnte bei Extreme Rules. Ich wüsste keine, aber das Spiel kann es bestimmt. Und wir haben heute zwei Matches, die schon vorentscheidend sein können. Denn wir haben zuerst in der Gruppe A den Mitgruppenführenden Shayna gegen Shinji Schneider. Shinji Schneider hat ja verloren letzte Woche gegen Gianna Brother. Ziemlich knapp, aber er hat verloren. Und damit muss er jetzt nachlegen. Sollte er jetzt das Match verlieren, hat er keine Chance mehr, aus eigener Kraft weiterzukommen. Das heißt, wenn er jetzt verlieren sollte, muss er das Match gewinnen, das nächste, und Gianna Brother muss beide Matches verlieren. Dann wären sie auf gleichem Level, dann müssten wir ein Stechen machen. Aber ne, wenn er gewinnt, dann hat er noch weiterhin die Chance drin zu bleiben. Dann sieht es aber für Shayna wieder schwieriger aus. Aber das sehen wir einfach mal dann, wenn es soweit ist. Und dann haben wir als zweites Match in Runde 2 noch Grasuk versus Seppel. Da ist es tatsächlich so, wir haben die beiden Gruppenführenden. Das heißt, die beiden, die letzte Woche ihre Matches gewonnen haben, treten heute gegeneinander an. Und wir steigen ins Spiel ein und gucken uns einfach mal an, was passieren wird. Heute ohne Einzug, den haben wir einmal gezeigt. Das ist rechtlich schwierig genug, glaubt es mir einfach. Wir gehen direkt in den Ring, wir gucken uns direkt das Match an. Direkt live im Ring. Hier, Gianna Brother. Und los geht's. Ja, Shinji und Shayna, beide wirklich ein starkes Match gezeigt. Shayna eben siegreich hervorgegangen, Shinji leider verloren. Und Shinji hatte ja auch überhaupt keinen. Er weiß, worum es geht. Shinji weiß, worum es geht. Er muss hier heute gewinnen, sonst wird das heute nichts. Holt direkt die Waffen raus und sagt sich, komm, drauf gepfiffen. Das macht das Match zwar gefährlicher und hat auch die Chance, dass ich was abkriege, wird deutlich höher, aber so habe ich wenigstens vielleicht nochmal eine Chance. Und so kriegt auch Shinji es tatsächlich hin, die Leiter im Gesicht von Shayna zu landen. Das kann schon durchaus entscheidend sein. Und direkt nochmal aus dem Lauf, da hat Shayna daneben gegriffen und Shinji nutzt das direkt aus, haut ihn hier volles Mat auf den Boden. Kann ein kurzes Match werden, wenn das so weitergeht. Er will ihn doch jetzt nicht. Nee, ich dachte schon, jetzt gibt's irgendeinen Slam auf die Matte, auf die Leiter. Aber ein Tritt gegen den Kopf und wieder zurück in den Ring. Oder holt er doch mal eine Waffe? Nein. Shinji hat da erstmal genug Schaden angerichtet und möchte jetzt wahrscheinlich auch langsam schon den Sack zumachen. Aber Shayna ist da nicht so leicht zu besiegen, das wissen wir. Das haben wir schon gesehen. Oh, ein schöner eingedrehter Elbow. Shinji hier definitiv die dominante Macht in diesem Match, also definitiv die Nase vorne. Hier jetzt auch das Knie ins Gesicht, also der Kopf von Shayna dürfte schon durchaus etwas angeschlagen sein. Ich meine, er hat zweimal die Leiter gefressen. Das macht keinen Spaß, aber kann hier trotzdem nochmal einen Angriff abwehren. Aber jetzt wieder nicht. Oder doch? Nein. Schöne eingezogene Clothesline. Oder Lariat, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich finde ja immer noch zwischen Clothesline und Lariat ist eigentlich kein Unterschied, aber naja. Shoulder Block von Shayna jetzt. Also der hat doch noch ein bisschen Saft drin, aber das dürfte auch zu nah am Seil sein. Wenn Shayna ein bisschen, Shinji ein bisschen weiter nach vorne krabbelt, dann kann man das schon raus, aber das scheint Shayna auch gesehen zu haben. Gute Ringübersicht hier und gibt ihn wieder frei und bearbeitet ihn jetzt weiter mit brutalen Attacken, aber selbiges versucht Shinji auch. Versuchte Discus Clothesline hier, aber kam nicht durch. Shayna jetzt wieder am Ball. Ja, wirft ihn hier auf die Matte und geht jetzt seinerseits raus, um sich eine Waffe zu besorgen. Mal gucken, was er jetzt rausholt. Oh, Shinji ist da so ein bisschen am Diskutieren mit dem Schiri, aber das hilft nichts. Keine Disqualifikation hier. Und der Kendo-Stick trifft nicht. Der Schiri eigentlich auch nur da, um im Weg zu stehen und am Ende zu zählen. Oh, Shinji, schöner Konter hier. Schön rausgerollt. Ja, der Kendo-Stick kam bisher noch nicht zum Einsatz. Das heißt aber nicht, dass das nicht noch werden wird. Oh, hier. Ah, schöner. Ja, schöner Move. Shinji, das erste Cover hier. Eins, zwei und
Nein, das reicht noch nicht. Ja, also wirklich ein hartes Match bisher und auch wirklich relativ schnell. Also ich meine, so schnell schon einen Pin zu zeigen und fast schon ans Ziel zu kommen. Ah, hier steht eine Fatal Storm. Steht er jetzt wieder mit dem Kendo-Stick. Der tut auch durchaus weh, wenn man den abkriegt. Ja, Shinji klaut ihn einfach, zieht voll durch und haut ihm das Ding in den Magen, so nach dem Motto, was willst du mit dem Streichholz? Ich zeig dir mal, wie das richtig geht, aber Shayna auch immer noch im Kampf, kann sich hier wirklich nochmal gegen kontern und hier Underhook, Chokeslam. Shinji dürfte da unsanft auf dem Kendo-Stick gelandet sein und kriegt jetzt auch die volle Packung. Drei Schläge, das ist aber trotzdem, hat ihn das nicht so beeindruckt. Versucht der Big Boot, jetzt Fallaway Slam, Sidewalk Slam, Tilt-A-Whirl Slam, was auch immer, völlig egal. Shayna ist auch am Ende der Kräfte, aber Shinji hat auch echt genug gefressen. Vielleicht reicht ja schon eins, zwei, nein. Kick-out. Shayna ist auch ein bisschen fassungslos. Die beiden geben sich hier nichts und wollen beide. Shayna könnte damit eigentlich schon absichern, dass er in die nächste Runde kommt, wenn er gewinnt. Und Shinji muss dann weiter zittern. Also kann eigentlich schon nach Hause fahren, weil das Match dann nicht mehr in seiner Hand liegt. Ja, jetzt hier Shinji wieder am Ball. Und schöner Dropkick mit beiden Füßen voraus ins Gesicht des da halb hängenden Shaynas. Das könnte auch schon genug gewesen sein. Eins, zwei und nein. Und nicht mal ganz zu zwei, glaube ich. Das war, glaube ich, noch bevor die zwei auf die Matte kamen, hat da Shayna schon ausgekickt. Shinji ist da auch wirklich langsam. Was soll ich noch zeigen? Was muss ich noch machen? Was muss ich zeigen, damit dieser Mann auf dem Boden bleibt? Ich habe ihn mit einer Leiter bearbeitet. Ich habe ihn mit einem Kendo-Stick bearbeitet. Ich habe ihn auf die Matte gesendet. Immer und immer wieder. Ich habe ihm ins Gesicht getreten, immer mehr. Aber er bleibt einfach nicht liegen. Ja, schöner Kick in die Mitte. Ah, da kriegt er auch langsam Luftprobleme, weil das hat ihm natürlich die Luft aus dem Bauchfell gezogen. Jetzt nochmal geht er auf die Arme. Also Shinji nimmt hier systematisch jene auseinander. Versucht es zumindest. Möchte hier wirklich jede Stelle irgendwie platt machen. Und jetzt hier nochmal der Shinji Slam. Reicht das jetzt? Cover. Eins, zwei und nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich eigentlich schon gesehen, dass das Match vorbei ist. Da habe ich schon gesehen, dass das Match vorbei ist. Das war der zweite oder dritte Finisher, den Shayna gefressen hat. Langsam aber sicher, glaube ich, das wird auch seine Konsequenz haben, das Match. Also Shinji definitiv bisher noch nicht so viel eingesteckt wie Shayna und definitiv ja, Shayna ein bisschen was voraus. Aber ja, Shayna gibt auch nicht auf. Steigt jetzt auf die Ringecke. Das könnte natürlich gefährlich sein. Rollt Shayna jetzt aus dem Move weg, dann hat er ein Problem. Shayna bleibt da auch sitzen, ist sich scheinbar nicht ganz sicher, was er vorhat, was er machen möchte. Und springt! Crossbody! Aber das reicht nicht, glaube ich, um Shinji jetzt auf der Matte zu halten. Versucht es auch gar nicht. Hebt ihn auf. Ja, und schöner Uppercut. Ja, das hat aber Shayna wieder mehr geweckt als irgendwie betäubt. Und jetzt gibt es hier Schlagabtausch und Kopfnuss und alles hin und her. Wirklich ein recht brutales Match, muss man sagen. Was hat Shayna jetzt vor? Holt er jetzt die nächste Waffe unter ihm her? Nee, keine Zeit. Er merkt, Shinji ist wieder da. Und Uppercut! Swiss Uppercut von Shinji. Aus dem Nichts. Eins, zwei, drei. Oh! Das gibt es nicht! Shinji kommt wirklich nochmal raus! Der hält ja alles weg. Den kann man ja. Wie will man den auf dem Boden behalten? Also, ich meine, der hat jetzt so viel eingesteckt. Da, Swinging Neckbreaker hier. Von Shinji gegen Shayna. Oh. Shinji möchte hier scheinbar jetzt irgendwie nochmal was rausholen. Und sagt, das ist es jetzt. Jetzt ist es vorbei. Shoulderblock. Shoulderblock. Und wir wissen, was darauf kommt. Weg damit. John Cena guckt da lächelnd aus dem Himmel. Obwohl er gar nicht tot ist, aber egal. Tritt auf die Arme. Also, Shinji, er findet scheinbar nicht den Weg, Shayna so viel Schaden zuzufügen, dass er liegen bleibt. Nochmal der Swiss Uppercut. Und der Cover. Eins, zwei. Immer noch nichts. Das gibt es doch nicht. Das ist unglaublich. Shayna ist einfach nicht tot zu kriegen. Shayna steht immer wieder auf. Immer wieder, egal was passiert. Steht er einfach wieder auf. Als wäre überhaupt nichts passiert. Das ist doch unmenschlich. Er ist aber scheinbar offensichtlich doch schon ein bisschen verwirrt. Er hebt da den Kendo-Stick auf und
weiß irgendwie scheinbar nicht mehr ganz, wo er ist und wo er hingehört. Neckbreaker. Also langsam, das Match hat schon seine Spuren hinterlassen, aber Shayna, ob es nur Instinkt ist, der ihn da immer wieder rausholt, oder ob er wirklich noch so wach ist, dass er da rauskicken kann. Aber ich glaube, wenn er jetzt nicht wach wird und das Match nochmal dreht, dann haben wir den Gewinner eigentlich ziemlich sicher. Weil Shinji hat so viel ausgeteilt. Shayna hat so viel eingesteckt. Kurzgezogene Clothesline hier. Ah, dreht ihn hier auf den Rücken. Wieder geht er auf die Arme. Das ist jetzt vielleicht nicht die cleverste Taktik. Shayna ist nicht so der Typ, der die Arme einsetzt. Klar, er schlägt auch mal, aber das kann er auch, wenn das Ding wehtut. Aber Shinji jetzt auf das oberste Ring gesellt. Was hat er jetzt vor? Aus der Ecke und BAM! Das hat er kommen sehen. Das hat er kommen sehen. Super Kick aus der Luft. Das war's. 1, 2 und das ist es. Nein! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Shinji kommt da wieder hoch. Der wurde komplett aus der Luft gezogen. Oh, aber Shayna. Oh nein, und Konter. Oh mein Gott, was für ein Match. Was die beiden hauen sich ja wirklich alles um die Ohren, was sie finden. Das ist ja unglaublich. Wie ist es überhaupt noch möglich, dass einer der beiden überhaupt irgendwie steht? Was hat Shinji jetzt vor? Und hier, oh, brutaler Back-Suplex. Aus der liegenden Position hochgehoben und dann einfach nach hinten geschmissen. Und nochmal der Swiss Uppercut, das muss es gewesen sein. Das war's. Shayna hat es nochmal versucht, aber das muss es gewesen sein. 1, 2 und... Nein! Das ist doch nicht zu fassen! Das ist doch nicht zu fassen! Shayna kommt wieder hoch! Wieder hoch! Als wäre nichts passiert! Aber Shayna konnte die... Shayna... Der muss völlig frustriert sein. Er muss da völlig im Ring stehen und denken, der muss doch mal liegen bleiben. Erneut der Pin-Versuch 1, 2, aber das wird nicht reichen. Nach so einem einfachen Punch wird Shayna da, nachdem er immer... Also, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Das ist unglaublich. Die beiden geben sich hier keinen Millimeter. Shayna hier jetzt mit dem Tilted World Slam Cover, aber das reicht nicht bei Shinji, oder? Das reicht nicht. Der kommt wieder hoch. Nein! Das war's! Das war's! Das... Das muss mir mal einer erklären. Das muss mir wirklich mal einer erklären. Der Move, den wir da auch gerade nochmal in der Wiederholung sehen aus der früheren Phase des Matches, der hat dann Shayna so aus den Socken gehauen. Ja. Oh mein Gott. Aber Shayna hat diesen Sieg mehr als verdient. Auch wenn er lange Zeiten des Matches wirklich derjenige war, der nur eingesteckt hat, wie hier zum Beispiel. Den sehr brutalen, ja, Dropkick mit beiden Schuhen ins Gesicht, als er da hing. Aber er hat sich immer wieder hochgekämpft, hat irgendwie wirklich trotz allem einfach ausgehalten und hat sich das Match gesichert. Und ja, ist damit schon so gut wie weiter. Das kann man sagen, denn es gibt erneut 2 Punkte für Shayna, der damit, und ich trage das direkt ein live hier, 2 Punkte, Sieg für Shayna. Ja, damit ist Shayna auf Platz 1 momentan. Kann natürlich von Gianna Brother noch eingeholt werden, das würde aber nichts mehr ändern. Das Einzige ist jetzt, was jetzt noch passieren kann, Gianna Brother muss noch gegen Timothy ran. Wenn Gianna Brother jetzt gegen Timothy verliert und dann gegen Shayna und Timothy noch gegen Shinji, dann hätten wir noch die Möglichkeit, dass Gianna Brother nicht weiterkommt, sondern Timothy den Platz einnimmt. Es wäre dann sogar noch möglich, aber das ist Rechnerei. Damit beschaffen wir uns wirklich dann am Ende, wenn es wirklich um was geht. Jetzt habe ich, glaube ich, Rematch gedrückt. Das ist nicht so klug. Weiß ich immer nicht. Nee, habe ich nicht. Okay, dann gehen wir direkt ins nächste Match. Ich hoffe, dass meine Stimme das überlebt. Also ihr hört das vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Zu allem noch da oben drauf. Schöne Erkältung, vielen Dank dafür. Ja, Grasuk versus Seppel ist unsere zweite Runde. Und auch hier natürlich wieder... wo ist er denn? Jetzt habe ich wieder vergessen, wie er heißt. Er heißt ja Düsse, Mann. Auch hier natürlich kein Einzug und natürlich Extreme Rules. Ach, diesmal WrestleMania-Ring, aber
Scheiß doch der Hund drauf, das ist, habe ich jetzt nicht dran gedacht, das ist auch nicht so dramatisch. Das ist nur ein bisschen Ringdeko, wir haben ja kein Entry, von daher sind die beiden jetzt bei WrestleMania 29. Und da gibt es erstmal einen Kick von Grasuk, der hier gleich zeigt: Hallo, du bist zwar auch, hast zwar auch gewonnen, aber das heißt noch lange nicht, dass du in meiner Liga spielst, Freundchen. Aber Seppel hier mit einem schönen Armdrag. Grasuk natürlich immer noch der Veteran, Seppel immer noch der Newcomer. Das könnte definitiv ein interessantes Match werden, denn eigentlich nehmen sich beide nicht sehr viel. Beide recht stark und recht schwer und recht groß. Und beide auch eher so aufs Brawling und aufs harte Aktionen zeigen verlegt. Deswegen natürlich diese Matchart ganz gut zu denen passt. Beide auch relativ gleich groß. Also da ist ein großer Unterschied zu sehen, soweit ich das sehen kann. Ja, vielleicht Seppel ein bisschen größer, aber das dürfte hier keinen vitalen Unterschied machen. Und hier der Ellbogen gegen den Kopf. Direkt auf die Kopfplatte, auf die Schädeldecke. Nicht besonders angenehm. Seppel ist da gerade tatsächlich besser ins Match gekommen als Grasuk. Der hat da seine Schwierigkeiten mit dem jungen, quirligen Wrestler ein bisschen klar zu kommen. Und da geht's nach draußen. Die erste Waffe wird ins Match gebracht, wenn alles gut geht. Grasuk hat natürlich da die Chance, das ist das Problem, die Chance ein bisschen aufzuholen. Und das war eine ziemlich dumme Aktion. Und eine ziemlich schlechte Animation vom Spiel, aber so ist das manchmal. Und da gibt's die Leiter direkt ins Gesicht. Ja, Grasuk hat hier schon echt seine Probleme, aber ich wage hier keine Prognosen mehr abzugeben, denn wir haben ja gesehen, was dann passieren kann. In dem letzten Match, dass ja, Shayna, der da übelst vermöbelt wurde, am Ende doch noch den Sieg eingefahren hat. Ja, wahrscheinlich einfach Shayna überrascht, dass er überhaupt noch mal wieder kam, aber bleiben wir bei dem Match hier. Ja, Grasuk echt hier gerade in Bedrängnis. Seppel macht hier guten Gebrauch von der Leiter. Jetzt gibt es dann noch mal ein paar Schläge, aber Grasuk kann hier doch noch mal kontern und oh. Ah, auf die Leiter. Und jetzt hier in einem Aufgabegriff, das bringt natürlich nichts. Aufgaben gelten nur innerhalb des Rings. Aber das tat trotzdem weh für Seppel. Also, aber das hier auch. Ich meine, hallo, das wird da unter der Leiter beerdigt, die auf seinem Hals stehen bleibt. Aber das juckt ihn scheinbar nicht so viel. Er gibt hier einen Fick drauf, bleibt da stehen oder steht wieder auf, hat wieder die Leiter und geht wieder auf Seppel los, der einfach regungslos den Schläge einstecken muss. Drei Schläge, vier Schläge, da ist es wirklich. Aber Seppel immer noch da, schnappt sich jetzt die Leiter seinerseits und gibt auch Grasuk mal eine Kostprobe seiner Medizin. Geht aufs Knie jetzt. Natürlich keine dumme Idee. Grasuk hat auch beim letzten Match schon einiges auf die Knie bekommen und wenn man ihm da ordentlich wehtut, kann das schon dazu führen, dass der Mann vielleicht irgendwann nicht mehr besonders gut laufen kann. Und vielleicht auch nicht mehr besonders gut kämpfen kann. Und das kann natürlich ein großer Vorteil sein. Aber scheint, wir gehen jetzt wieder in den Ring. Wir gehen gegen den Ringpfosten. Seppel hier jetzt Kopf voraus, ab in die Ringecke. Aber leider von außen. Und das will man nicht wirklich. Das Ding ist aus Stahl, das tut weh. Backbody Drop von Seppel gegen Grasuk, obwohl er gerade gegen die Ringecke geflogen ist. Also die beiden sind auch sehr stark, was das Einstecken angeht. Beide wirklich. Ja, zwar schon leicht angeschlagen, aber bei weitem noch nicht völlig kaputt. Aber so langsam sollten sie auch mal wieder in den Ring zurückkehren, denn Matches kann man nur innerhalb des Rings gewinnen. Tun sie jetzt auch. Jetzt beide wieder drin. Und Seppel sagt sich: Ach nö, draußen war es viel schöner. Ich gehe mal raus, ich gehe wieder rein. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Greift die Luft. Und das wird bezahlt, indem ich hier ordentlich einstecken darf. Ja, so ist das. Grasuk verzeiht da keine Fehler. Erster Pin nur 1-2, aber das war es noch nicht. Seppel ist hier noch nicht besiegt. Wir haben ja auch bei ihm schon gesehen, der Mann kann ein bisschen was einstecken. Vielleicht auch nicht unendlich viel, aber definitiv mehr als so einen kleinen Move. Wobei das schon gar nicht so klein war. Was kommt jetzt hier? Last Ride oder? Ah, schöne Powerbomb auf jeden Fall. Also checkt er, ob er vielleicht irgendwie schon blutet oder dass er wischt sich den Schweiß aus den Augen, steigt jetzt in zur Ringecke. Thront da oben fast, guckt auf sein Opfer da unten liegend und will offensichtlich abheben. Wartet, bis Seppel aufsteht und Shoulders,
Na, Spear, ja, wie die beiden Kommentatoren schon richtig sagen, das könnte es gewesen sein. 1, 2 und. Nein. Spear von der Ringecke, das sieht man auch nicht alle Tage. Gefährliche, harte und brutale Aktion, aber natürlich sehr effektiv, wenn sie trifft. Und das hat sie hier. Das dürfte Seppel durchaus ein bisschen problematisch werden in Zukunft, was das Match angeht. Gerade habe ich den Faden verloren. Jetzt gibt es hier einen Konter von Seppel. Seppel, der mit diese spielt, gerade angefangen hat mit seiner YouTube-Karriere, möchte hier natürlich dem schon lange unterwegs seinen Grasup zeigen, dass er es auch drauf hat und gibt hier den GTS 1, 2 und das war's. Nein. GTS und trotzdem steht Grasup noch. Naja, im Moment liegt er noch, aber er ist noch im Match. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätte wirklich das Ende sein können. GTS hat schon ganz andere Männer ausgeschaltet und wer sich jetzt fragt, wofür GTS steht, das steht für Go to Sleep. Lernt eure Wrestling-Lektion. Das ist ein Wrestling, ohne Witz, das ist echt gut. Vor allem guckt NXT. So, da gibt es einen Back Body Drop, German Suplex mehr, von Dizze, aber da liegt er dann auch schon und Grasup sagt, ja, guckt doch mal hier. Ich zeige euch, wer hier wirklich was drauf hat. Zack, Clothesline und einfach weggedroppt und dann auch noch auf ihn drauf gehüpft. So macht man das, Pin. Was für ein Pin. Ziemlich arrogant, der gute Grasup hier. Und deswegen vielleicht auch ein bisschen zu arrogant, denn Seppel kann da nochmal rauskommen. Ja, stark auf die Rückenpartie. Und dann geht's wieder auf die Matte mit dir, Jüngchen. Du kommst hier nicht voran. Du Anfänger, brauchst dich hier nicht versuchen, mit mir zu messen. Du hast Glück gehabt im letzten Match. Das war die Nachricht vor dem Match, die Grasup an seinen Gegner losgelassen hat. Und German Suplex. Grasup, wie gesagt, vor dem Match schon klar gemacht hier. Du bist neu hier, du hast dich mir unterzuordnen. Du hast hier keine Chance, aber ja, er schlägt sich doch ganz gut. Der durchaus wirklich nicht schlecht kämpfende Seppel. Kick in die Mitte. Und da war ein Versuch der Headsaison, aber Grasup kann das Konter in der Powerbomb. Ah, oh, da zappelt er auch. Und der Seppel, der sagt sich das. Also da merkt man definitiv, die Aktion hat wehgetan. Die hat nach hinten gefeuert, wie irgendwas auch nur nach hinten feuern kann. Hier dann noch der Suplex nach vorne. Irgendwie hier so ein, ja, Drop halt und Pin. 1, 2 und nein, Grasup lebt noch. Das reicht nicht, Seppel, das reicht nicht. Da musst du schon ein bisschen was Härteres auffahren, als irgendwie so einen verschlunzten Move da. Um Grasup auf der Matte zu halten. Oh, was war das? Da war ein Versuch von Grasup, irgendeine geile Aktion durchzuziehen, aber da hat Seppel das gekontert. Jetzt wartet er, bis Grasup wieder hochkommt. Das könnte es werden. Da hebt ihn auf die Schultern, wenn Grasup jetzt nicht kontert. Ah, Go to Sleep Nummer 2. Das dürfte gewesen sein. Seppel hier wirklich der Sieger weiterhin. 2 und. Das gibt es nicht. Das ist unglaublich, was diese Wrestler heute zeigen. Diese vier Kombattanten, die heute im Ring stehen, stecken alle so viel Scheiße ein und stehen trotzdem wieder auf. Grasup hier schon wieder auf den Beinen und Back Body Drop. Ja, das war auch nicht schön. Grasup geht jetzt wirklich in Bedrängnis. Der muss jetzt was zeigen und Seppel sagt sich, nee, das war's jetzt. Es reicht mir hier jetzt. Der ist nicht mehr wirklich bei uns und alter Konter! Konter, das ist unglaublich. Wer hätte damit jetzt noch gerechnet? Und hier noch bei der German Suplex. Ah, Seppel ist auch selber hier schon ziemlich fertig. Lässt sich aber trotzdem ein bisschen feiern. Und sagt hier, das war's, Leute. Ich bin echt fertig. Den mache ich jetzt platt. Dann gibt es die Clothesline, noch eine Clothesline. Und ah, schön das Bein weggezogen. Freut sich da auch, dass das alles so geklappt hat, die ganze Kombination. Jetzt auf den Arm wieder. Ja, aber das sind keine Aktionen, die einem Grasup jetzt so gefährlich werden in dieser Phase. Und da war er! Step up! One-legged Dropkick. Das war's. Nein! Meine Güte. Grasup gibt hier nicht auf. Grasup will nicht verlieren. Nicht so. Nicht gegen so einen Anfänger. Nicht gegen so einen Ringneuling. Nicht gegen jemanden, der gerade mal ein Match hatte. Gegen den großen, den alten, den übermächtigen Veteran, der jahrelang besiegt war. Der so große Namen wie Gianna Bronson besiegen konnte.
So will er nicht verlieren. Und egal, was es kostet, wenn er danach auf einer Trage rausgetragen wird, er gibt nicht auf. Steht hier jetzt plötzlich wieder auf. Ist hier jetzt scheinbar, ja, konnte die eigentliche Versuch der Aufgabe dazu wohl jetzt ein bisschen Luft zu schnappen. Aber Sepp ist da wach. Sepp ist da wirklich da. Zeigt hier wirklich, ja, ich bin neu, aber das heißt auch lange nicht, dass ich nichts drauf habe. Ganz im Gegenteil. Oh, Tilt-A-Whirl und aufs Ringseite. DDT, das war wirklich nasty, 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 nasty Aktion. Seppel hätte das aber auch nutzen müssen, um jetzt ein Cover einzubringen, denn das hätte vielleicht schon reichen können. Auch wenn Razuk da jetzt wieder aufsteht, aber Seppel hat jetzt die Schnauze voll. Vorschlaghammer in den Magen und drauf auf ihn, bis er nicht mehr sich bewegen kann. Zwei Schläge ist allerdings vielleicht nicht wirklich genug, aber na gut, er muss es selber wissen. Ah, hier die Schlagkombi. Da ist dann noch der Kick und noch ein Kick und noch ein Kick. Ja, das hat aber so viel Energie gekostet, dass er jetzt vielleicht nicht rechtzeitig zum Pin kommen kann. Will er auch gar nicht, aber Razuk kann kontern. Razuk kann kontern und schubst ihn mit dem Kopf, glaube ich, voran tatsächlich auf den Vorschlaghammer. Ah, vielleicht doch nicht wirklich, denn Seppel ist schon wieder da. Springt hier aus dem Seil geführt und BOOM! Was für ein Ellbogen aus der Luft. 1, 2, 3, das war's. Was für eine Aktion. Ich hoffe, wir haben da nochmal ein Replay, weil das war grandios. Das war einfach der Veteran Razuk, der hier einfach gezeigt hat, ey Leute, auch wenn es ganz scheiße aussieht, ich habe immer noch was up my sleeve, kann man sagen. Und das hat er auch gezeigt. Und genau das hat er getan. Zur richtigen Zeit, völlig überraschend, einem völlig ahnungslosen Sepp hier volles Matt mit dem Elbow die Lichter ausgepustet. Und was für ein Ellbogen das war. Das war nicht einfach nur ein Ellbogen. Das war schon eine harte Nummer. Ich warte darauf, dass wir das zu sehen kriegen, denn das war wirklich eine heftige und sehr geile Aktion. So beendet man ein Match. Überraschend und hart. Und zwar richtig hart. Hier geht Seppel nach draußen. Das war vielleicht der Fehler. Hätte man vielleicht anders lesen können. Steht hier auf und BAM! Wird hier von den Beinen gerissen. Einfach weggeblasen. 1, 2, 3. Lichter aus. Feierabend. Zweiter Sieg für Razuk, der bisher wirklich sehr dominant ist und wirklich sehr stark zeigt, dass er definitiv ins Finale kommen will und das Ding hier mit nach Hause nehmen will. Egal, was es kostet. Ja, nächstes Mal haben wir dann die nächsten Matches der Runde 2. Gianna Brother gegen Timothy, der Meister gegen den Lehrling, denn Gianna Brother hat Timothy da einiges beigebracht im Wrestling Ring, hat ihn ein wenig trainiert und hat ihm was gezeigt und jetzt stehen sie sich im Ring gegenüber. Wie das ausgeht, das kann nur spannend werden. Und dann haben wir die beiden Newcomer, Ozzy LP und Lazarus Phoenix gegeneinander. Ein recht ungleiches Match, muss man wirklich sagen. Ozzy LP eher der etwas kleinere und etwas agilere, während Lazarus auch eher so das Powerhouse ist, der im Ring so ein bisschen aufräumen will. Ja, wie das Ganze ausgeht und wie die Tabelle dann aussieht und wer dann gute Chancen hat, weiterzukommen und wer vielleicht nicht so. All das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr wisst es. Tüdelü.